Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um ein extrem wichtiges Thema und zwar Sicherheit im Internet. Das Thema wird immer populärer, aber ich denke, es sind trotzdem noch genug Menschen da draußen, die sich einfach nicht dessen bewusst sind, was eigentlich mit ihren Daten da im Internet geschieht und wie angreifbar die Leute sind. Ich zeige euch heute eine super simple Möglichkeit, wie ihr euch schon mal einiges mehr schützen könnt im Internet, gerade mit euren Passwörtern und eure E-Mail-Adressen, die dann sicher überwacht werden. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ganz viel Spaß. Ja, damit beginnen wir auch direkt. Ihr seht, hier oben steht Werbevideo. Das hat den Grund, dass mich F-Secure bei diesem Video ein bisschen finanziell unterstützt hat als Aufwandsentschädigung. Ich zeige euch nämlich heute deren neue App und die hat es wirklich in sich. Ich kenne F-Secure selbst seit 2 Jahren, denn ich habe schon mal ein Jahresabonnement bei denen abgeschlossen, und zwar für deren Freedom VPN Service. Das ist eine super simple App, kann man sich auf jedes Smartphone, Android-Gerät, iPhone oder auch auf dem Laptop ziehen, und damit könnt ihr euch dann ganz easy eine VPN-Verbindung aufbauen. Ihr wählt einfach den Standort aus. Funktioniert super. Ich habe das damals genutzt aus dem Grund, dass man sich einfach in öffentlichen Hotspots heutzutage definitiv nicht ohne VPN einloggen sollte. Ein Jahr später dann habe ich das Ganze gekündigt, nicht aus dem Grund, dass ich nicht zufrieden gewesen wäre, nee, im Gegenteil, war wirklich super, hatte einfach den Grund, dass hier YouTube sozusagen dann langsam mein Hauptberuf wurde, ich immer mehr Videos produziert habe, immer mehr unterwegs war und auch unterwegs meine Videos hochladen musste. Dementsprechend habe ich mir dann eine Datenkarte hier mit unbegrenztem Datenvolumen geholt, weshalb ich dann jetzt mittlerweile auch selber sozusagen immer meinen Hotspot erstelle und keine VPN-Verbindung mehr benötige. Wer sich allerdings viel in öffentlichen Netzwerken aufhält oder da auch gerne unterwegs ist, der sollte definitiv mal drüber nachdenken, ob er nicht eine VPN-Verbindung sozusagen nutzen möchte, gerade in solchen öffentlichen Hotspots, denn sonst ist es halt super einfach, eure ganzen Daten mitzulesen und im schlimmsten Fall sogar eure Passwörter auszulesen. Das jetzt aber erstmal so vorab, darum geht es heute eigentlich gar nicht. Nein, heute geht es um deren neue App, und zwar die nennt sich ID Protection. Ich öffne die App jetzt einfach mal direkt. Ihr seht schon der passende Hintergrund hier mit Hacken ist am Start. ID Protection nennt sie sich. Wir öffnen das Ganze mal. Jetzt hat man entweder die Möglichkeit, ein Masterpasswort einzugeben oder eben seinen Fingerabdruck hier zu verwenden für das Entsperren. Zack, ist entsperrt und schon werden wir in die App weitergeleitet. Oben steht jetzt direkt Überwachung aktiv. F-Secure hat mir hier mal einen Einjahresschlüssel zur Verfügung gestellt und diese Lizenz beinhaltet jetzt eben, dass ich einmal den Passwortmanager hier am Start habe, auf den gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein, und zum anderen eben die Möglichkeit habe, bis zu 5 meiner E-Mail-Adressen überwachen zu lassen. Ihr seht, ich habe hier aktuell 3 Stück eingetragen. Das sind so meine 3 Haupt-E-Mail-Adressen. Einmal meine geschäftliche, dann meine YouTube-Mail und meine private Mail noch. Und jetzt wird hier sozusagen ein 24-Stunden Live-Monitoring durchgeführt und die werden immer überprüft, diese E-Mail-Adressen, ob es da eine Datenpanne gab. Wenn ja, dann wird mir das hier direkt angezeigt. Mir wird auch direkt dann über die App von Experten Hilfe angeboten und dementsprechend weiß ich einfach, sobald es irgendwie Datenleck gibt, dass ich handeln muss, schnellstmöglich meine Passwörter ändern sollte und so weiter. Ihr seht, wie gesagt, das ist ein 24-Stunden Live-Monitoring, also ihr könnt hier immer drauf zugreifen, wisst immer direkt, ob ein Leck vorhanden ist oder nicht. Aber die Überwachung ist natürlich nicht alles. Ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, den Tresor zu nutzen. Jetzt seht ihr hier schon Amazon, DKB, E-Mail, geschäftlich, privat, eBay, Facebook, Instagram, Netflix, Online-Banking, PayPal, Spotify, Twitter, YouTube und. Ich habe hier die Möglichkeit, all meine Passwörter sozusagen sicher in der App zu hinterlegen. Ich klicke jetzt einfach mal hier eins an. Ihr seht's. Jetzt seht ihr hier auch die Passwortstärke. Jetzt habt ihr sogar die Möglichkeit, bei dem jeweiligen Dienst euren richtigen Benutzernamen einzutragen, euer Passwort natürlich und dann die Anmeldeseite. Ich zeige euch das beispielsweise hier mal jetzt bei Instagram. Wenn ich jetzt hier drauf gehen würde und hier unten noch die richtige Webseite eingebe, dann ist die Möglichkeit da, dass ihr, wenn ihr euch im Browser einloggt am Smartphone, dass ihr dann euch direkt einfach per F-Secure-ID anmelden könnt. Dann müsst ihr nicht mal mehr Passwort und E-Mail eintragen, sondern das Ganze ist ja sicher in der App hinterlegt. Ich kann hier auch gerade nicht die Bildschirmaufnahme aktivieren, deswegen läuft die zweite Kamera so. Hat den Grund, dass natürlich die App jegliche Bildschirmaufnahmen verbietet. Man sieht dann einfach nur einen schwarzen Hintergrund. Klar, bei solch einer App mit Passwörtern ist das logisch, dass hier nicht mitgefilmt werden kann. Man hat hier außerdem noch die Möglichkeit, neben seinen ganzen Konten, die man hier abspeichert, auch seine eigenen Kreditkarten anzulegen und die dann eben auch sicher aufbewahrt zu haben. Wenn ihr euch jetzt beispielsweise mal ein neues Passwort erstellen wollen würdet, wir gehen jetzt hier einfach mal auf Passwort, nennen das Ganze jetzt einfach mal Test, Benutzername, nehmen wir mal meinen Namen, so, und Passwort. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, jetzt müsst ihr hier nicht ein eigenes vergeben, wir nehmen jetzt zum Beispiel einfach mal Test
1, 2, 3 und dann seht ihr direkt schwach. Selbst wenn wir da jetzt noch 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter dranhängen, obwohl es ja dann eigentlich wirklich ein super langes Passwort ist, erkennt die App natürlich direkt oder der Dienst, dass es hier trotzdem natürlich ein super easy knackbares Passwort ist. Deswegen steht hier immer noch schwach dran. Ich würde euch einfach empfehlen, ist zwar am Anfang wirklich ein bisschen Umgewöhnung, aber wenn ihr auf diesen Dienst setzt, dann vergesst all eure Passwörter, geht einfach auf diesen Würfel, wählt eine Zeichenlänge, die ihr haben wollt. Ich würde mal einfach so sagen, so um die 16 Zeichen ist ganz gut. Dann könnt ihr auch noch wählen, welche Sonderzeichen ihr drin haben wollt oder ob ihr Zahlen, Buchstaben, Großbuchstaben. Könnt ihr einfach genau anwählen, klickt dann einfach mal auf Generieren und schon habt ihr jetzt hier sozusagen ein super sicher generiertes Passwort. Und wenn ihr euch wirklich für diese App entscheidet, habt ihr dann schön untereinander natürlich alle Konten, wie ihr es hier auch in der Übersicht seht, schön aufgelistet. Ihr müsst euch die Passwörter nicht merken. Ihr klickt einfach kurz drauf, seht das Passwort wieder, kopiert und schon könnt ihr es einfügen bei eurer Anmeldeseite. Finde ich wirklich eine super Sache. Ich persönlich beispielsweise habe, glaube ich, keine Ahnung, die letzten 4-5 Jahre fast überall dasselbe Passwort gehabt und das Passwort war auch noch ein super unsicheres mit meinem Namen und ein paar Zahlen noch davor und danach. So, das war einfach nichts Richtiges, sage ich mal. Sollte man auf gar keinen Fall so machen. Ich war mir dessen einfach auch nicht bewusst, wie easy das Ganze hackbar ist. Mittlerweile, bis neulich eine meiner Gmail-Konten gehackt wurde. Ich habe Google direkt über meine andere Mail, die hinterlegt war, geschrieben, kontaktiert. Das Ganze wurde gesaved. Es war zum Glück nicht meine YouTube-Adresse, aber trotzdem meine private Gmail-Adresse. Und da dachte ich dann auch so, jetzt ist es vielleicht langsam einfach mal an der Zeit. Habe direkt alle Passwörter geändert. Mich jetzt eben hier auch bei diesem Passwort-Manager sozusagen für diese Random-Passworts entschieden. Und ich denke, das ist einfach eine super sichere Sache und sollte jeder von euch da draußen investieren. Für diesen Service zahlt ihr dann monatlich eine Gebühr von 4,99. Eigentlich ist aber gerade reduziert auf 3,99. Ich finde, das ist absolut noch im Rahmen. Und wer sagt, yo, ich bin mir da eh schon sicher, ich werde das verwenden, da könnt ihr auch direkt ein Jahresabonnement abschließen für anstatt 39,99, 29,99 aktuell. Ich denke, für 30 Euro im Jahr diesen Service zu nutzen, kann man absolut nicht sagen. F-Secure gilt als einer der sichersten Anbieter in diesem ganzen Bereich. Von dem her denke ich, ist man da auch auf einer sicheren Seite und hat definitiv viel mehr Sicherheit im Netz als zuvor, vor allem durch die sicheren Passwörter und man hat eben auch noch zusätzlich die Möglichkeit, hier bis zu 5 Mailadressen überwachen zu lassen. Gerade wenn man auch wirklich wichtige geschäftliche Mailadressen nutzt mit heiklen Daten, sollte man wirklich drüber nachdenken, ob man sowas dann nicht einfach überwachen lässt. Aber ja, jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr mit euren Passwörtern umgeht. Nutzt ihr eventuell auch schon diesen Dienst? Was haltet ihr vom Preis? Ich muss sagen, 30 Euro im Jahr finde ich noch absolut in Ordnung dafür, was man hier wirklich bekommt. Und wer wirklich da draußen noch nicht solche zufällig generierten Passwörter verwendet, sollte definitiv darauf umsteigen. Glaubt mir, heutzutage wird man schneller gehackt, als man denkt. Den Link zur kostenfreien App erstmal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal an F-Secure, die mich hier bei dem Video, wie gesagt, finanziell ein bisschen unterstützt haben. In dem Sinne, macht's gut und bleibt vor allem in der heutigen Zeit alle gesund. Wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dahin,